Wir stehen hier vor dem Liestler Gabenzaun. Der hat die reformierte Kirchengemeinde eingerichtet. Hier hat es Säckchen dran, wo Leute, die in Not sind, können Lebensmittel oder auch andere Sachen holen können. Und die Idee ist, dass Leute auch diese Säckchen spenden und können anhängen können. Das war am Anfang des Lockdowns. Meine Frau hat mich darauf hingewiesen. Sie hat auf dem Internet solche Gabenzäune gesehen, in Deutschland und auch in Basel. Und wo dann das Tischlein deck dich, wo hier an der Kirchengemeinde reformiert-katholisch ein Projekt ist, wo die haben müssen stoppen wegen Corona, da haben wir gefunden, jetzt ist Zeit für auch einen Liestler-Gabenzaun einzurichten. Er wird offensichtlich sehr rege genutzt. Das ist sehr schwierig zu schätzen. Wir schätzen, rund etwa 30 Säckchen pro Tag werden gebracht und auch geholt. Das ist nur eine Schätzung, wir wissen es nicht. Bis auf Weiteres ist Tischlein deck dich noch nie wieder gestartet. Wir haben gesagt, sicher solange Tischlein deck dich nicht ist. Wir schauen aber abwarten und schauen, wie sich es entwickelt, auch wenn Tischlein deck dich wieder startet. Ob wir nach wie vor einen Bedarf sehen, dann würden wir ihn auch noch verlängern. Es ist total gemischt, also Menschen aus der Kirchgemeinde, auch Menschen, die vielleicht gar nicht mit der Kirche am Hut haben, die es einfach eine gute Sache finden. Wir haben auch vom politischen Spektrum, von ganz links bis ganz rechts, ganz tolle Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, er ist sehr breit abgestützt. Dorffest beißt der katholische Priester genussvoll ins Spanferkel und sagt zum jüdischen Rabbi, der gerade neben ihm sitzt, wann kommt echt der Tag, wo auch sie mal etwas so Feines werden dürfen geniessen. Da sagt der Rabbi schlagfertig, das wird denn wohl am Tag von ihrer Hochzeit sein. Ich glaube, Humor und Lachen haben eine befreiende Kraft. Vor allem dann, wenn es nicht verletzender Humor ist, natürlich, sondern Humor, der auf eine witzige Art kritisiert. Und ich glaube, solchen Humor können wir in der heutigen Zeit ganz besonders gut brauchen. In der Zeit von Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise mitsamt selbst in der reichen Schweiz neuen Armutsbetroffenen. Wir stehen da gerade vis-à-vis vom Liestler Gabenzaun. Und denken wir schon nur auch an die Antirassismus-Demonstrationen weltweit. Mir persönlich ist das Lachen so richtig im Hals stecken geblieben beim Anblick von Donald Trump. Mit einer Bibel in der Hand hat er sich demonstrativ aufgestellt vor einer Kirche in der Nähe vom Weissen Haus. Und das, nachdem er die weitgehend friedlichen Demonstrierenden mit Polizeigewalt von dort vertrieben lassen hat. Die Bibel war wie eine Waffe in seiner Hand, die seine harte Law-and-Order-Politik rechtfertigen würde. Und ich finde eine solche Verwendung von der Bibel nichts anderes als eine
Missbrauch, einen massiven Verstoss gegen den Geist, den ich sehe, wirken in diesem Buch. Es ist für mich nichts anderes als eine falsche Theologie. Falsche Theologie, damit bin ich in Berührung gekommen, als ich vor rund 20 Jahren Theologie studiert habe, unter anderem ein Jahr in Südafrika. Dort wird der Begriff verwendet für die Theologie von damaligen weissen, reformierten Theologen, die probiert haben, die Rassentrennung mitsamt der systematischen Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung zu begründen mit der Bibel. Ich persönlich habe mich dann umso mehr gefreut, zu sehen und zu spüren, dass die Bibel gerade dennoch eine ganz wichtige Stütze und Kraft war im Kampf gegen die Apartheid und gegen Rassismus. Denken wir schon nur an Nelson Mandela. Die Bibel verkündet einen Gott von der Befreiung. Gott will uns frei machen von Angst, von Hass, von allem, was unterdrückerisch oder ungerecht ist. Lassen wir uns berühren und stärken von dem Gott von der Befreiung. Er wird uns ein Lachen aufs Gesicht zaubern. Caritas Beide Basel hat im April sämtliche Pfarreien, die aktiv waren, können unterstützen, indem sie ihnen Lebensmittel geliefert haben. Und das funktioniert folgendermaßen. Die Pfarrei meldet der Caritas Beide Basel, welche Personen gerne eine Bestellung möchten aufgeben. Anschließend telefoniert Caritas Beide Basel diesen Personen und fragt, was sie gerne für Lebensmittel bestellen wollen. Nachdem dass die Bestellung ist aufgenommen wurde, liefern wir die Ware der Pfarrei liefern und vor Ort tut dann jemand von der Pfarrei die Ware den Kundinnen und Kunden übergeben. Wir sind in der Pfarrei Bruder Klaus in Oberdorf. Das ist unser Gabentisch. Den gibt es seit rund 2 Monaten. Sogar ein bisschen mehr. Das alles hat angefangen durch die Corona-Krise. Da haben wir uns überlegt, was machen jetzt die Leute, die in eine Not hineingeraten sind. Und nachdem die Lage klarer war, haben wir gewusst, wir wollen die Leute aufrufen, Lebensmittel zu spenden, wo wir dann den Bedürftigen weitergeben können. Das sind Freiwillige aus dem Dorf, aus dem Tal. Wir haben einen Aufruf gemacht, zum Helfen, die gerne helfen würden. Und es haben so viele Leute Sachen gespendet, das ist unglaublich. Und unsere Klienten haben das gerne angenommen. Es sind immer mehr Leute gekommen, die gefunden haben, hey, das ist super, das hilft uns total. Und ja, wir sind froh, dass wir da mitmachen. Die Lebensmittelabgabe ist ein Teil der Hilfe, aber es ist sicher nicht eine Wocheneinkauf von einer Familie, dann damit kann essen für eine ganze Woche. Und ergänzend zu dem haben wir gefunden, das ist ein ganz tolles Projekt von Caritas, wo von Armut betroffene Leute, Haushalte, einfach die Möglichkeit bekommen, günstiger einzukaufen. Und somit können sie durch die Lebensmittelabgabe und günstige Einkäufe wirklich für eine Woche
gut durchkommen. Ich denke, viele Menschen meinen jetzt, sei die Corona-Krise vorbei. Und das ist, glaube ich, eine falsche Meinung. Die Krise ist noch nicht vorbei. Vor allem die Auswirkungen der Krise werden ganz viele Menschen auch in Zukunft beschäftigen. Und solche Projekte wie die Lieferdienste von Caritas werden auch in Zukunft sehr, sehr nötig sein. Der Dienst, den Caritas jetzt aufgezogen hat im Kanton Basel-Land, kann nicht gratis sein. Also da werden Lieferungen gemacht, da muss man Personal eingestellt werden oder ist eingestellt worden. Man hat Bestellungen, die man entgegennimmt von den Leuten. Das werden wir auch hören vom Domenico Sposato, wie das genau funktioniert. Also die Dienstleistungen, die kosten etwas und die Landeskirche Basel-Land übernimmt das für den Kanton Basel-Land.